Moment mal, was ist denn hier los? Ein Umzug? Weiter vorne versperren riesige Absperrgitter den direkten Weg zur Rue Jarry. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ich muss einen anderen Weg finden. Was für ein Rotz. Jetzt müssen wir... Wo geht es jetzt hier? Da geht es weiter. Clowns. Da ist ein Clown. Der sieht aber nicht sehr fröhlich aus. Der Clown ist bunter gekleidet als eine Londoner Werbetafel. Immerhin spielt er kein Akkordeon. Naja. Wie los hier? Stehen Sie schon den ganzen Tag hier? Do you speak English? Parlez-vous français? Das Funkeln in seinen Augen verrät mir, dass er mich sehr wohl versteht. Er will bloß nicht reden. Ich hasse Clowns. Ja, hier sind die Zuschauer. Die registrieren mich gar nicht. Hallo, Entschuldigung, sorry, dürfte ich mal? Hallo? Die registrieren mich gar nicht. Dann bleibt noch der Passant. Er scheint dem Umzug mit großem Interesse beizuwohnen. Und redet er mit uns? Entschuldigen Sie. Oh, hallo. Was ist hier los? Können Sie mir sagen, was hier gefeiert wird? Ja, das hier ist der traditionelle Eröffnungsmarsch. Was wird denn eröffnet? Das wissen Sie nicht? Der alljährliche Pariser Stadtmarkt öffnet morgen wieder seine Pforten. Das ist schön, aber können Sie mir sagen, wie ich jetzt zur Rue Jarry komme? Ich glaube, da haben Sie Pech, Monsieur. Der Umzug versperrt Ihnen für etwa 2 Stunden den Weg. Aber ich muss dorthin. Eine Freundin wohnt da. Ich wohne selber in der Rue Jarry und müsste eigentlich zu meiner Frau und meinen beiden Söhnen. Doch was soll ich machen? Feiern Sie lieber mit, statt sich darüber aufzuregen. Ich bin nicht in Feierlaune. Außerdem haben es 2 gefährliche Killer auf mich abgesehen. Würden Sie da feiern? Das klingt ja alles sehr spannend. Ich wäre froh, wenn es anders wäre. Ich kann nicht warten, bis der Umzug vorbei ist. Irgendwie muss es doch einen Umweg geben. Ich werde dann wieder gehen. Viel Spaß noch. Danke. Gut, dann können wir... Ah, wir müssen erst zurück hier. Dann nehmen wir mal diesen Weg. Mal schauen, wo wir hinkommen. Nirgends. Verdammter Mist. Könnten wir vielleicht... Ja, in der Nähe haben wir eigentlich nur das Café, aber irgendwas stimmt hier nicht. Können wir da irgendwo rein? Da können wir auch nichts tun. Da ist nichts. Das sind die Zuschauer. Da ist auch nichts mehr. Ja, und dort geht es nur wieder raus. Verdammter Mist. Gut. Versuchen wir es mal in Montfaucon, wo ja das eine Foto aufgenommen worden ist. Können wir hier in den Kanal rein? Und unterirdisch dann zur Rue Jarry? Da gehe ich bestimmt nicht nochmal rein. Wäre auf jeden Fall ein Weg, George. Wäre auf jeden Fall ein Weg. Tja. Welche Optionen haben wir? Im Moment noch reichlich wenige. Geht irgendwas im Café? Das sieht auch immer noch genauso aus, wie ich es in Erinnerung habe. Wir brauchen eine Verkleidung. Oder irgendetwas in dieser Richtung. Am Hotel können wir wahrscheinlich auch nicht mehr viel anstellen. Aber reingehen können wir trotzdem nochmal. Vielleicht weiß der Arthur ja was. Tag, Junge. Hallo. Andererseits vielleicht auch nicht. Ja, wir müssen irgendwie zu der Nico und müssen mit der reden. Es kann doch nicht sein, dass die hier einen Ort absperren und man kommt überhaupt nicht mehr von A nach B. Das darf doch nicht wahr sein. Ist da was am Park vielleicht? Das sieht immer noch genauso aus. Und ich frage mich nach wie vor, für was wir dieses verdammte Eis brauchen sollen. Die France Nationale?
Wir könnten mal versuchen, ob wir in den Keller reinkommen. Vielleicht konnten wir noch irgendetwas retten da unten. Da gehe ich bestimmt nicht nochmal rein. Na schön. Das Soundsampling kennen wir zwar schon, aber egal. So. Reden wir nochmal mit dem Clown. Weil irgendwie müssen wir hier doch vorbeikommen. Hi, wie los hier? Stehen Sie schon den ganzen Tag hier? Do you speak English? Parlez-vous français? Das funkeln. Clown, Zuschauer und der Passant. Können wir das Nö. Eis? Nö. Das Eis hier? Ich glaube nicht. Und mag der vielleicht ein Eis? Lieber nicht. Trotzdem danke für das Angebot. Irgendwie müssen wir hier doch von A nach B und von B nach A kommen. Ach, verdammter Mist. Können wir uns nicht irgendwie dieser Parade hier anschließen? Unser Kostüm leihen und Attacke? Und dann einfach in die Rügerie spazieren? Hier ist auch nichts, was man irgendwie benutzen könnte. Oder wir müssen irgendwo anders hin. Ich schaue jetzt gerade nochmal oben in der Kirche nach. Da. Ob da vielleicht irgendjemand ist, weil die Nico müsste ja inzwischen auch nicht dahin kommen, wenn die nicht zu Hause war. Vielleicht ist sie ja immer noch irgendwo hier. Weil ich schätze, in an der Rücherie werden wir so schnell nicht mehr irgendwo hinkommen. Und hier ist immer noch nur diese verfluchte Fensterscheibe. Gut. Ja, wo könnten wir jetzt noch hin? Da oben noch. Da ist immer noch der Typ und schnüffelt an Nikos Höschen oder was das auch immer dann, von wem das auch immer sein mag. Ja, sollen wir uns dann einfach mal in den Park setzen, ein bisschen die schöne Zeit genießen? Wir wissen ja jetzt, was mit Nico los ist. Zumindest mal so grob. Und momentan kommen wir ja eh nicht hin. Da können wir uns auch genauso gut hier hinsetzen und ein Eis gönnen. Eine Parkbank. Ja, setz dich. Eine Parkbank. Eine Parkbank. Und das. Keine gute Idee. Hinsetzen, Zeitung lesen? Auch nicht. Ja, jetzt ist guter Rat teuer. Da können wir auch, können wir mit dem... Ich probiere jetzt wild aus. Oder können wir mit der Schere die Zeitung zerschneiden? Nein. Mit der Schere die... Okay, wir schauen mal. Den verkauft die bunte Pappnase da vorne. Können wir da irgendwas mitmachen? Bestimmt nicht. Sollen wir mal gemein sein, dem Kleinen einfach den Luftballon abschneiden? Der Luftballon zerplatzt wie eine Seifenblase. Mir gefällt das, den Passanten nicht. Sie schauen mich noch grimmiger an als die Ziege in Loch Maar. So. Immerhin ist der Durchgang jetzt frei. Ja, aber warum sind wir da vorhin nicht durchgekommen?
Hundi. Ich habe auch immer so ein Glück. Okay, da geht es lang. Da geht es lang. Da vorne geht es nicht lang. Nehmen wir erstmal den Weg hier. Den Hundi werden wir irgendwie beschäftigen müssen. Okay. Dann doch lieber da rein. Und Hundi, magst Eis? Lecker, lecker, lecker Eis für dich. Lecker, lecker, lecker Eis für dich. Ja, bist ein guter Hund. Oh, guck mal, lecker, lecker, lecker. So, und jetzt dürfen wir vorbei, gell? Wieder in Nikos Apartment. Mir wurde gesagt, dass mein Onkel in dieser Sekte ist. George, ich hatte zu diesem Zeitpunkt wirklich keine Ahnung, dass es sich dabei um die Neo-Templer gehandelt hat. Ich wollte ihm einfach nur helfen. Ich habe mich als Christine Ruh in ihren fanatischen Orden eingeschlichen, um meinen Onkel da rauszuholen. Als ich ihn allerdings dort traf, blieb mir fast das Herz stehen. Sein Blick war leer, wie bei einem Toten. Beängstigend. Er schien mir unter Drogen gesetzt worden zu sein. Noch schlimmer war jedoch die Tatsache, dass er ständig das Wort Tor vor sich hin stammelte. Hast du in Erfahrung bringen können, was er damit gemeint hat? Keine Ahnung. Mag sein, dass es an den Drogen lag, die man ihm meiner Meinung nach verabreicht hat. Das würde neben seinem Gestammel auch seinen leeren und beängstigenden Blick erklären. Warum war dein Onkel überhaupt bei den Templern? Ich schätze mal, er hat ihrem Lockruf nicht widerstehen können. Lockruf? Ja, George. 2 Millionen Euro. Hey, wenn ich so nachdenke, waren die Templer doch nicht so schlecht. Aber dieses Gestammel um das Tor macht mir immer noch Sorgen. Das lag sicherlich an den Drogen. Das mag ja sein, George. Doch wenn dieses Wort irgendwas mit den Plänen der Templer zu tun hat? Da kannst du recht haben. Aber wo gedenkst du mit deinen Recherchen anzufangen? Der Einzige, der von meinem Plan gewusst hat, war ein naher Bekannter von André. Ein naher Bekannter? Ja, ein Bekannter, George. Nicht mehr. Wie war sein Name? Jimmy McLaw. Ein englischer Geschichtskritiker, der sich lange Zeit mit den Templern beschäftigt hat. Warum hast du ihn überhaupt eingeweiht? Weil er mir Insider-Informationen rund um den Orden gegeben hat. Hast du ihn persönlich getroffen? Nein, das habe ich immer vermieden. Es hätte schließlich eine Falle sein können. Wir haben uns via E-Mail unterhalten. Er hat dich also nie persönlich gesehen und auch nicht deine Stimme gehört? Ja, er hat keines von beiden. Meinst du, er hat dich verraten? Das ist gut möglich. Vielleicht sollte ich ihm mal einen Besuch abstatten. Das halte ich für keine gute Idee, George. Die Templer haben überall ihre Finger mit drin. Warum also nicht auch bei McLaw? Wir können diesen verrückten Neo-Templern doch nicht einfach tatenlos das Feld überlassen. Wer weiß, was sie jetzt schon wieder vorhaben. Wo kann ich Jimmy McLaw finden? Er hat ein Landhaus in York, England. England, hä? Da war ich noch nie. Und nebenbei bemerkt hat es schon was zu bedeuten, wenn es einen Ort auf der Welt gibt, den ich noch nicht besucht habe. George, gib bitte nicht an. Ist doch so. Wo kann ich diesen McLaw eigentlich finden? Wie gesagt, ich habe ihn noch nie getroffen. Doch so wie mir André erzählt hat... Dann finden wir ihn nie. Kannst du die Rivalität zu André nicht mal für eine Minute vergessen? Nicht mal für eine Sekunde. Naja, vielleicht solltest du in der großen Stadtbibliothek von York anfangen. Da McLaw, laut André, ziemlich viel liest, müsste man seine Adresse in der Kartei ausfindig machen können. Nimm nach deiner Ankunft am Flughafen einfach einen Stadtplan mit. Darauf müsste die Bücherei zu finden sein. Werde ich machen. Okay, George. Pass aber auf dich auf. Ich melde mich sofort, wenn mein Flieger in York gelandet ist. Gut. Wir haben... Ja, wir werden jetzt zum ersten Mal wieder Paris verlassen. Ach ja, oder? Können wir noch mit dir reden? Nein. Gut. Dann gibt es nichts, was wir hier noch tun können. Und... Ja, das hätte man jetzt ein bisschen abkürzen können hier. Das wäre ganz angenehm. So, und hier geht es dann zum Flughafen. Epische Animationen.